Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Unity. Und ja, nennt mich ruhig durch etwas. Ich habe jetzt mitbekommen, dass das einfach bloß den Eingang symbolisiert runter zu unserem Versteck. Und ich habe euch letzte Folge gesagt, wir werden sehen, was uns hier erwarten wird. Und das werden wir jetzt sehen. Oh nein. Ja, ich möchte es abbrechen. Okay, Leute, das tut mir jetzt natürlich verdammt leid. Ich habe meine PlayStation Plus Mitgliedschaft noch nicht verlängert. Und somit können wir die Mission noch nicht spielen. Aber wie ich schon sagte, es heißt noch nicht und nicht für immer. Das heißt, wir kämpfen uns jetzt erstmal weiter durch die Einzelspielermission. Direkt hier durch. Würde ich doch behaupten. Komm, Anno. Eine Runde schwimmen tut jeden gut. Und der Bezirk Cite ist unser. Dürfte nicht besonders schwierig sein, mal das nächste Mal das zu verlängern. Und dann wird das ja kein Problem mehr sein. Dann können wir den vollen Umfang des Spiels genießen. Ich dachte nicht, dass ich dafür wirklich jetzt noch tatsächlich die PlayStation Plus Mitgliedschaft brauche. Aber anscheinend schon. Runter mit uns. Die Brunnen sind verflucht. Die Brunnen sind verflucht? Was ist mit dem Brunnen? Erzähl es mir. Ein teuflischer Trick. Berichte über satanistische Erscheinungen müssen überprüft und beendet werden. Akzeptieren und nachverfolgen. Es läuft bereits eine Mission. Möchten Sie die aktive durch die ersetzen? Ja. Wenn man das Wasser trinkt, erscheint der Teufel und lockt einen mit falschen Versprechungen fort. Einer der drei Brunnen ist gleich hier. Neues Ziel. Untersuche die Brunnen. Was machen wir doch? Achtung, Bürger! Diese Brunnen sind gefährlich. Das ist verhexter Boden. Dann gucken wir mal, was für ein Teufel dahinter steckt. Und trinken dieses Wasser. Komm zu mir. Ich gebe dir Umgang, Reichtum, ewiges Leben erwarte ich. Alles, was du dir wünschst, komm einfach zu mir. Ja, dort entlang. Der Teufel, er ist hier! Heilige Mutter Gottes! Der Teufel persönlich! Der Teufel, wo ist der? Wo soll ich hinkommen? Alles, was du dir wünschst, komm einfach zu mir. Da ist er in die Falle gegangen. Da ist er. Findest du endlich. Was zum Teufel? Der Teufel steckt hier tatsächlich in Person? Oder sind das einfach Leute, die einen ausnehmen? Das denke ich schon eher. Das können wir natürlich nicht zulassen. Dass die Leute ahnungslos ausgenommen werden. Werden diese Brunnen schon alle säubern. Dann war's das von wegen Teufel. Die Teufel sind höchstens die Personen, die das machen. Um die armen, gläubigen Leute dazu zu bringen. Wir müssen hier rüber. Komm. Jetzt regnet es auch noch. Das ist der nächste Brunnen. Da
ist der Brunnen doch. Ach, und natürlich wird er von zwei Vollidioten bewacht. Zack. Sehr gut. Man sieht wirklich, dass Arno viel dazu gelernt hat in der Zeit. Kork. Rauchbomben und Medizin. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was dieser Brunnen für uns bereithält. Den Verbrecher töten. Komm zu mir. Ich gebe dir ungeahnten Reichtum. Du kannst unsterblich werden. Alles, was du dir wünschst. Komm einfach zu mir. Ja. Komm zurück. Ja. Nee. Verlass mich nicht. Näher. Näher. Sehen, was mich jetzt erwarten wird. Dann findest du endlich. Hier aus der Ecke wahrscheinlich. Das sind jetzt auch noch mehrere. Um Gottes Willen. Credo-Punkte haben wir schon wieder dazu bekommen. Sehr schön. Jetzt bleibt nur noch einer übrig. Hey, wir haben den Rang Elite-Rekrut bekommen. Löffel. Der hat wortwörtlich den Löffel abgegeben. Oh Mann. Ich weiß, der war so schlimm. Entschuldigung, das ging nicht anders. Komm hier rüber! Ach, kommt. Zahnexplosion. Ich gebe euch auch gleich eine Zahnexplosion. Mal gucken, wo sich der Brunnen aufhält. Da drüben. Da haben wir ihn. Und damit hätten wir den letzten. Komm zu mir. Ich gebe dir ungeahnten Reichtum. Ewiges Leben erwartet dich. Alles, was du dir wünschst. Komm einfach zu mir. Hier. Näher. Näher. Findest du endlich Frieden? Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Vor allem wo? Wir sind mitten im Kreis. Aber ich glaube, ich weiß schon wo. Hier. Tja, ihr seid zu einfach für mich, Leute. Zack. Und damit hätten wir auch das. Haha. Erinnerung abgeschlossen. Ein teuflischer Trick. Plündern wir die noch schnell. Wir müssen ja Geld besorgen. Wir müssen ja unser nettes Quartier upgraden. Dafür brauchen wir jeden Penny. Oh Mann. Oh Mann. Bleib weg von ihm. Beruhigt euch, ihr seid für mich ein Freund. So. Ist ja wohl nicht wahr hier.
alle 3 Minuten irgendwie einen Kampf verhindern müssen. Das Ritual des Baphometen. An geheimen Ritual des Baphometen-Kults teilnehmen. Dort, wo die und dort die anwesenden Templer eliminieren. Das ist eine Aufgabe, die mir gefallen könnte. Gleich hier. Es ist alles dort auf dem Tisch. Ist alles auf dem Tisch? Da. Zusammengefasste Erkenntnisse der mittelalterlichen Inquisition zum Tempelorden. 1307. Ja, es ist unsere tief empfundene Überzeugung, dass die Großmeister des Templerordens den Baphometen verehrten und ihre Novizen anwiesen, ihn ebenfalls zu verehren. Ja, es gab in der Vergangenheit und es mag auch in der Gegenwart noch Versammlungen geben, denen diese Gestalt mit dem Kopf einer Ziege vorsteht, auf einen Thron sitzend und gekrönt mit einer brennenden Fackel zwischen den Hörnern. Okay. Ist das jetzt dasselbe? Ja. Oh, da gibt's noch mehr Dokumente. Ich habe ein paar Priester befragt, die glauben, es gäbe immer noch Anhänger Baphomets hier auf unserer kleinen Insel. 31.8. Ich konnte ein paar sonderbare Schatten auf dem Friedhof ausmachen. Ich wagte es nicht, mich zu nähern, fürchtete ich doch um mein Leben. 1.9. Ich bin jemandem gefolgt, den ich für ein Mitglied des Kults halte. Er ist in einer Sackgasse verschwunden. 5.10. Man munkelt von jemandem, der sich Novizen für den Orden anwirbt. Er soll sich in Tavernen und anrüchigen Etablissements herumtreiben. Oh, den Kollegen kennen wir. Von denen haben wir auch das Kennwort, wenn mich nicht alles täuscht. Es war mir klar, dieser Spruch kam mir irgendwoher bekannt vor. Na, da haben wir etwas zu tun. 200 Meter. Den Dieb, Ram. Den bekommen wir. Zack, genau. Du bestehst niemanden, mein Freund. Wir haben 3 von 5 Ereignissen schon abgeschlossen. So langsam wird's doch. Machst du die Fliege? Ja, ich mach schon die Fliege. Meter ist eine weitere Mission, aber ich mache erstmal jetzt das hier. Oh Mann. Braucht nicht so zu gucken, Leute. Wo ist mein gottverdammtes Geld, Michel? Das möchte ich sehen. Und wir halten zusammen. Da sagt er immer, es gibt nichts, was gut platzierter Stahl nicht lösen kann. Vous avez toute ma reconnaissance. Merci. Falscher Patriot! Il y a quelqu'un! Sie wurden gestohlen. Gestohlen und verkauft. Jetzt müssen wir nur gucken. Ah, ein neuer Novize. Wir benutzen die Kelche, die ihr brachtet im heutigen Ritual. Tretet ein.
Wir haben sie gefunden, würde ich behaupten. Willkommen beim Kult des Baphomet. Schwestern und Brüder von Baphomet, wir überantworten das Leben unserer geliebten Schwester Jeanne, dem Ruhm der Macht von Baphomets Weisheit. Wir kamen zusammen, um dir, Jeanne, für deine Tapferkeit zu danken. Okay, leider geht's nicht anders. Zack, Nummer 1. Wir müssen noch wesentlich mehr sein. Viele attraktive Frauen dieses Jahr, hm? Woran erkennt ihr das unter... Zwei. Letztes Jahr haben sie das rituelle Opfer versaut. Diesmal habe ich dafür gesorgt, dass das Messer scharf. Ich bin besorgt, dass sich so viele Templer unserer Gemeinschaft anschließen. Sie nehmen schon Einfluss auf wichtige Entscheidungen. Ich sehe da kein Problem. Oh ja. Oh Mann, den hatte ich vollkommen übersehen. Guck mal, was wir da haben. Wunderbar. Aber wie kommen wir zu ihm hin? Wir müssen einen Weg finden. Der hochverehrte Führer macht ständig höchst unschickliche Avancen. Der alte Bock. Lass mal gucken, nicht, dass wir aus Versehen jemanden von dem begegnen. So lange unterdrückt haben. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Gehen wir mal hier rein. Okay, hier gibt es nichts. Okay. Hier können wir auch rein. Den zweiten hinten von dreien. Wieder bist du wie ich. Steht aber nicht da. Ah, da haben wir ihn doch. Letztes Jahr haben sie das rituelle Opfer versaut. Diesmal habe ich dafür gesorgt. Damit hätten wir das. Oh ja, ich auch. Glaubt mir. So, dann mal raus hier. Ich bin besorgt, dass sich so viele Tempel. Machen wir sie Platz! Es gibt keinen Kondorhund! Scheint schon. Oh, wo ist der Ausweg? Assassinenrang, ich bin Lehrling. Gut zu wissen. Ah, da geht's raus. Sehr schön. Ihr hättet jetzt keine Minute länger ausgehalten. Sehr schön. So. Sie wurden gestohlen. Gestohlen und verkauft. Kühle Köpfe waren. Ich glaube, das hebe ich mir für später auf. Und das haben wir abgeschlossen. Bestens sogar.
Auf zur nächsten Mission, würde ich behaupten. Aber ich habe hier noch etwas gesehen. Jetzt müssen wir uns erstmal organisieren. Ein Nostradamus-Rätsel. Gucken wir mal. In einem friedlichen Garten voller Steine wartet eine geflügelte Wächterin. Ihr sanfter Blick ehrt alle Seelen. Und führt sie zur Ruhestätte. Ich sagte, ich will alles Geld, was du hast. In mein Haus zu kommen und mir zu drohen? Jetzt verstehe. Was gibt dir das Recht dazu? Ja, ja. Das heißt hier irgendwo? Liegt uns etwas verborgen. Je te vois, espèce de petit gredin. Untersuchungsjournal. Na, geht doch mal weg! Unser Orden zählt euch zu seinen ergebensten Jüngern. Daher haben wir entschieden, euch mit der Durchführung unseres unheiligsten Opferrituals zu ehren. Auf dem Altar unter der bezaubernden kleinen Kirche St. Pierre d'Aris. Wir haben schon ein bereitwilliges Opfer ausgewählt. Oh, das haben wir doch eben schon gesehen. Was ist mit dem Video? Leute, nehmt es mir nicht über, aber ich weiß gerade nicht, was ich mit den beiden anstellen soll. Was du dich von meiner nett gemeinten Intervention? Verfluchter Gemäßigter! Und dann mit dir. Da gibt's jetzt lieber noch etwas Action. Was zum Teufel? Okay. Ich hätte wirklich dahin gehen sollen.